Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir sind ja hier jetzt bei dieser Cyberpsycho-Attacke. Ich mach mal vorsichtshalber einen Ping, vielleicht sieht man was. Aber ich sehe nichts. Da liegt auf jeden Fall jemand auf dem Boden und da ist ein Auto. Es ist höchste Vorsicht geboten. Kurz mal schauen, ob ich irgendeine bessere Waffe habe. Smart-Waffen wären halt eigentlich nice, aber da brauche ich immer noch einen anderen Splitter. Die macht 10,42 Schaden. Power-Schrotflinte. 132. 118. 161. Tech-Schrotflinte. Hört sich spannend an. Die Dying Knight ist ziemlich nice, finde ich. Bisher. Die können wir leider nicht benutzen, die Skippy. Oh, 14,78 oder irgend sowas. 19. Ich würde einfach mal die Lizzie ausprobieren. Die haben wir, glaube ich, auch noch nie benutzt. Schrotflinte, Maschinenpistole. Sturmgewehr, Smart Sturmgewehr, aber. Dass man irgendwie die Waffen nicht mehr richtig upgraden kann. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen eine doofe Änderung, dass sie das Ding hier rausgenommen haben. Ja, ich lasse es einfach mal dabei. Aber warte. Wir haben noch einen Levelaufstieg. Was wollen wir denn hier? Ein höherer Wert verbessert dein Können mit Sturmgewehren, Maschinenpistolen, Klingenwaffen, Schrotflinten, Maschinenpistolen, Maschinengewehren, stumpfen Waffen, Smartwaffen. Ich müsste mir die Reflexe noch ein bisschen höher kriegen. Sturmgewehren, Maschinenpistolen, Maschinengewehren, stumpfen Waffen, Schrotflinten. Aber Schrotflinten ist auch gut. Und die technische Fähigkeit hätte ich nehmen sollen. Shit. Wegen der Tür, die da ja noch offen zum Öffnen ist. Was? Plus 1% Gesundheitsregeneration für jeden 4% deiner Gesundheit. Checke ich nicht ganz. Erhöht die Rutschdistanz, erhöht die Spring- und Klettergeschwindigkeit. Granatenaufladung. Schnellere Benutzung von von Gesundheitsitems im Kampf. Das wollte ich ja nehmen, genau. Speichern. Das Visier gefällt mir jetzt nicht so. Raffins are hunting someone in the Badlands. The word cycle's been mentioned. Check it out. If it is a cyber cycle, don't kill him. At least try not to. I have people who can get him into experimental therapy. And therapy doesn't work on the dead. Sending you the details. Okay, das wird jetzt natürlich noch ein bisschen doofer, wenn wir ihn nicht umbringen sollen. Hm.
dich eigene stumpfe Waffe nehmen. Oder ihn runterbringen bis halb tot oder vor dem Tod. Und dann vielleicht mit dem Baseballschläger einen über den Kopf knocken. Offenbar konvertiert da so ein Fanatiker Ruffen auf ziemliche brutale Weise. Sei vorsichtig. Vielleicht hat der Typ militärisches Training. Zeugen haben gesehen, wie ein stiller alter Mann durch die Badlands streift und eine Spur von Leichen hinter sich zurücklässt. Okay. Getötet durch Scharfschützengewehr. Brauchst du ja nicht mehr, ne? Kein Namen. Fußspuren. Ah, da. Spuren von einer rennenden Person. Getötet durch Scharfschützengewehr. Aber wenn der ein Scharfschützengewehr hat, brauchen wir vielleicht auch eins. Fußspuren. Rennenden Person. Scharfschützengewehr auch wieder. Da vorne ist irgendein Auto. Auch wieder eine tote Person. Und da sieht uns schon fast jemand. Was ist denn das? Gemälde Kreatur auf dem Bild. Ähnelt der Ikonografie von den Voodoo Boys. Oh, fuck. Ich sehe ihn da vorne. Okay, wir brauchen auch ein Scharfschützengewehr. Power. So, ne, das ist die Waffe. Da haben wir bloß doofe Aufsätze. Sieht's da besser aus? Ich glaub's. Okay, ich muss eindeutig näher ran. Was machst du? Es ist bloß schwierig zu sagen, wann, dass er kein Leben mehr hat, weil ich ja die Anzeige ausgeschaltet habe. Jetzt sind wir nah genug dran. Den Basic behalte ich. Ich habe ja wahrscheinlich keine Waffe, die irgendwie bloß Leute betäubt.
Shit! Shit! Das sind Minen! Ich müsste ihn mal markieren können. Da. Natürlich ein ziemlich feiger Kampf. Aber geht ja nicht anders. Ich muss die scheiß Minen. Ja, moin! Okay, für solche Läufe braucht man unbedingt Smart-Waffen. Ich sehe es. Ich weiß halt nicht, wann genau dass er tot ist. Als ob ihn da den Busch schützt. Optik-Neustart bringt, glaube ich, ziemlich viel. Better not miss anything. Ich glaube, er ist tot. Ich habe ihn getötet. Schade. Nee, jetzt sage ich zu viel. Ich habe das Licht gesehen. Ich weiß, wie viele meiner alten Waffenbrüder ziellos durchs Leben wandeln, Tag für Tag von der Hand in den Mund leben, während ihre Seelen sich langsam in Apathie auflösen. Deshalb schreibe ich diese Zeilen, um Gewissheit zu vermitteln. Der Sinn eures Daseins liegt direkt vor euch. Ihr habt ihn nur noch nicht wahrgenommen. Heute wurde ich in einer schwierigen Prüfung unterzogen. Was?
Doch ich habe sie lebend überstanden und nun hat mein Leben wieder einen Sinn. Es begann alles mit einem Job der VDBs. Nichts Kompliziertes auf den ersten Blick. Für einen alten Hasen wie mich so leicht wie Zielen und Schießen. Ich recherchierte als kurz und mild. Wahrscheinlich steht da also. Ich recherchierte also kurz und meldete noch am selben Tag den Abschluss der Mission. Doch dann geschah etwas Sonderbares. Anstatt meine Bezahlung zu erhalten, sah ich ein gleißendes Licht vor meinen Augen. Und vor mir erschien der Wächter der Grenzen zwischen dem Leben und dem Tod. An meine Freunde, die in Armut leben, verliert nicht die Hoffnung. Der Tag wird kommen, an dem ihr, wie ich, von den Göttern geprüft werdet und eine zweite Chance bekommt. Verschwendet sie nicht. Wir werden einmal mehr Seite an Seite kämpfen. Ich lege den Pfad ins heilige Land offen. Die Loa-Götter verlangen dafür Opfer. Schließt euch mir an. Ja, der ist jetzt leider wohl tot. Tut mir leid. Ich hätte ihn ja überleben lassen, aber... Ja, war ein Missgeschick. War ein Missgeschick. Ich muss bloß schauen, dass ich nichts zerlege, was irgendwie wichtig wäre. Es gibt ja ikonische Waffen, die man zu Hause im Apartment wie heißt's? Ausstellen kann. Erstmal kurz speichern. Ah, das wird die Ablenkung. Bringt allerdings natürlich nichts bei so einem Typen. Mal schauen, hat er irgendwas da oben für uns? Das wäre genau. Alter. Ich wollte gerade sagen, das wäre gerade schlecht rausgekommen. Und dann kommt die nächste Mine. Auf die ich nicht gefasst war. Irgendwie gar nichts hier oben, ne? Schade. Das hätte man machen können. Da schießt jetzt nicht nochmal drauf. Sonst gibt's ja aber nichts mehr. Nee. Gut. Ich würde sagen, dass... Warte. Nee, bevor wir einen Abschied machen. Musste den Typen umlegen. Er hieß Zion Wild, hatte einen Haufen durchgebrannte militärische Kampfimplantate, hat sich seine Opfer immer von den Raffenschiff geschnappt, damit die Loa-Götter ihm den Weg in die heilige Gefilde eröffnen würden. Ich weiß nicht, ob er zu viel gebetet hat oder ob seine angesegneten Schaltkreise ihn völlig gaga gemacht haben. Aber irgendwas ist da so richtig schiefgelaufen. Vielleicht findest du ja mehr raus.
Ja, sorry. Wenn du so an die Sache rangehst, werden wir mit unserer Recherche nicht weit kommen. Da hätte ich genauso gut Max-Tag schicken können. Wir haben nichts herausgefunden, als dass Zion Wild ein Kriegsveteran ist. Da hast du ihm ja auf eine tolle Art für seinen Dienst gedankt. Ja, sorry, ich hätte es ja gerne anders gemacht. Aber ging halt nicht. I'm sorry, das nächste Mal. Ich versuche irgendwie was zu finden, damit ich die Gegner nicht sofort umbringe. Naja. Wie schon angedeutet, war's das für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.